Hallo, willkommen im Museumsdorf Düppel. Ich stelle mich vielleicht kurz mal vor, oder? Ich bin Textilarchäologin eigentlich, komme aus Berlin. Ich habe prähistorische Archäologie hier studiert und bin aber Doktorandin für Textilarchäologie. Es macht sich in dem Museumsdorf natürlich total gut, wenn man Textilarchäologin ist, weil es hier uns natürlich auch so ein bisschen um Living History geht und wie haben die Leute im Mittelalter eigentlich ausgesehen. Da kommen wir schon nämlich dahin, weil das Museumsdorf Düppel ist ein mittelalterliches Dorf und ich zeige euch auf dem Weg dann gleich, was es hier alles zu sehen gibt. Und nochmal vorweg, das Museumsdorf hier in Berlin ist so ein bisschen zweigeteilt. Einmal haben wir das Stadtmuseum, das Gelände gehört zum Stadtmuseum. Und das, was hier belebt wird und das, was auch handwerklich alles hier gemacht wird, wird vom Verein gemacht. Ne? Also eigentlich sind wir alles ehrenamtliche Vereinsmitglieder und ich bin die Vorstandsvorsitzende und kümmere mich quasi um das Wohl aller. Genau. Also, los geht's, oder? Ja, wenn wir mal starten, dann kommt man mit. Das Problem ist ja, oder das Problem ist ja eigentlich interessanterweise, dass das Museumsdorf direkt auf den archäologischen Befunden aufgebaut worden ist. Wir können ja mal, Entschuldigung, ich muss mal ein bisschen beiseite schreiben, wir nehmen gerade was auf, gar kein Problem. Also, ihr könnt ja zuhören, ich erzähle jetzt was ganz Spannendes zu Düppel. Wir haben jetzt ein paar neue Infotafeln, na, da seht ihr ziemlich gut, wir sind jetzt hier in Berlin, es ist auch im südlichen Teil von Berlin und die archäologische Siedlung, wie wir sie nennen, also ist eigentlich Wüstung am Krummen Fenn. Ja, und Düppel ist quasi nur hier die Region, wie wir es jetzt heute nennen. Und diese Sternchen markieren quasi alle Wüstungen, die zeitgleich hier gegründet worden sind. Ne? Weil Düppel ist eine Siedlung aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Und da haben wir hier in der Region einmal die heimischen Slawen, die hier gelebt haben. Und dann halt westliche Siedler, die so aus diesem rheinischen Gebiet ja nicht hergezogen sind und alles christianisiert haben, was nicht nied- und nagelfest war. Das war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich abgeschlossen. Ja? Also die beiden Bereiche, die beiden Bevölkerungen haben sich schon total assimiliert. Die waren sich gar nicht mehr so unähnlich. Und diese Wüstungen hier, das sind halt diese Erstsiedlungen. Ne? Die Leute sind halt hierher gekommen, haben halt diese Wüstungen gegründet und dann später sich entschieden, ah ja, sie ziehen vielleicht doch lieber woanders hin. Ne, deshalb kennen wir Zehlendorf, Dahlem und hier auch Schmargendorf. Mhm. Die sind auch später dann in das Berliner Stadtbild einverleibt worden. Und seitdem gibt es halt eben auch diese Siedlungen. Und auf dem archäologischen Grabungsplan könnt ihr halt auch sehen, was auch alles ausgegraben worden ist. Also in den 60er, 70ern hat man angefangen, das hier auszugraben. Hier war vorher nichts. Zum Glück. Und es gibt irgendwie so diese kleine nette Geschichte, dass mal so ein kleiner Junge hierher gekommen ist. Zum Spielen hat man so mit dem Fuß so in der Erde rumgebuddelt und hat so eine Keramikscherbe gefunden, wie man es halt so macht. Und zum Glück gemeldet. Und dann wurden die Leute darauf aufmerksam und haben dann erstmal angefangen zu graben und festgestellt, ah, hier ist eine relativ große Hufeisensiedlung. Die sehen wir auch gleich. Mit unterschiedlichen Befunden, Häusern, Palisade, Gräben und hast du nicht gesehen, alles was dazugehört. Und sie hat gar nicht mal so lange überstanden. Ne? Also die Häuser wurden jetzt auch nicht niedergebrannt oder so, sie wurden einfach verlassen, es wurde aufgegeben und die Leute sind weitergezogen, wahrscheinlich so nach Zehlendorf. Ne? Ja, deshalb auch der Begriff Wüstung ist ja eine aufgegebene. Genau, ja. Für alle, die es nicht wissen. Und Wüstungen tauchen ja meistens auch, also oder häufig bei Kohlebaggerarbeiten auf, ne? Wo so riesige Flächen weggenietet werden. Da findet man dann, wenn man Glück hat und schneller ist als die Kohleindustrie, findet man noch die Archäologie. Genau. Das ist harte Akkordarbeit. Ja. Also ich kenne da über zwei Ecken so ein Grabungsteam, die vorne an dieser riesen Baggerschaufel praktisch stehen. Und die haben, keine Ahnung, die haben glaube ich, also ich weiß es nicht mehr genau, aber die haben keine zwei Tage für irgendwas. Also das muss sofort, weil wenn der Bagger einmal steht, dann geht das Geld nach unten und der muss in Betrieb bleiben. Ja. Absolut. Ja, genau. Und so sieht unsere Wüstung hier alles aus. Nochmal so ein kleiner Befund von so einem typischen Haus. Wir haben jetzt unterschiedliche Rekonstruktionsmodelle, das zeige ich euch auch gleich nochmal. Aber das Übliche haben wir halt diese Lehmverputzwände, ne? Das ist immer, wenn es da so durchgängig ist. Wir haben aber auch ein paar Blockhäuser, das zeige ich euch auch gleich nochmal. Und immer eine Feuerstelle, die ist immer da. Düppel ist natürlich so ein Freilichtlabor, wie ja viele andere Museumsdörfer auch. Und Düppel wurde gegründet oder wurde quasi aufgebaut, rekonstruiert 1975. Da hat sich nämlich der Verein hier gegründet, weil sie nämlich das Bedürfnis hatten, das den Berlinern schmackhaft zu machen und auch nahe zu bringen, was in ihrer Stadt passiert. Ne? Und das war ja noch zu Westberliner Zeiten. Und
Da haben die gesagt, ah ja, eigentlich wollen wir das gar nicht so gerne unterstützen, West-Berlin. So, nö, macht mal euer eigenes Ding. Und der Verein nämlich gegründet und hat wirklich in Selbstarbeit, Recherche und total ja, Pionierarbeit ja schon fast, weil viele Museumsdörfer gab es zu der Zeit noch nicht in Europa, angefangen, das hier aufzubauen. Und als Langzeitprojekt quasi, um zu gucken, ob jetzt das, was hier rekonstruiert worden ist, auch mit den archäologischen Befunden übereinstimmt, hat man quasi ein Haus hier hingestellt, was absichtlich halt verfällt. Ne? Und das könnt ihr einfach hier sehen, das ist seit, ich glaube seit 1990 ungefähr, also jetzt fast seit knapp 30 Jahren steht das hier und verfällt fröhlich, also vieles nicht mehr davon übrig, aber ich habe schon vorhin gesagt, als Kindergartenkind wurde ich schon hierher geschleppt und ich habe das Haus fast noch im Ganzen gesehen. Könnt ihr euch ausrechnen, wie alt ich auch bin. Genau. Und dann werden wir einfach mal schauen, also irgendwann wird es wieder ausgegraben, um zu gucken, wie sieht der Befund aus, ist das irgendwie stimmig mit dem, was wir auch in der Archäologie haben. Und gucken uns das einfach mal an. Also auf dem Foto noch so, da war der Wald noch nicht so ausgeprägt wie heute. Ne? Ja, also der Wald wurde hier auch angelegt. Ja. Das ist natürlich auch historisch bedingt, muss man einfach sagen, als Düppel hier gegründet worden ist, im Mittelalter, wurde ja alles abgeholzt. Ja. Du brauchst ja Holz für alles Mögliche und es hat hier kein Wald gestanden. Es waren Felder, Wiesen und Landwirtschaft und alles Holz wurde hier im Umkreis von bestimmt mehreren Kilometern abgeholzt. Deshalb sagen immer so Zuschauer und Besucher, ah, es ist so schön idyllisch hier, wie nett in so einem kleinen Wäldchen. Da muss ich immer so ein bisschen die Weltbild zerstören und sagen, denken Sie sich alles einfach mal weg. Alles flach. Aber es gehört natürlich so ein bisschen auch zu unserer Vermittlungsarbeit dazu, so den mittelalterlichen Wald ja auch zu zeigen. Ne? Also was können wir auch aus dem Wald hier nehmen? Einfach, dass man ein bisschen das kompakter hat. Ne? Und jetzt nicht erst mal 10 Kilometer noch in die andere Richtung laufen muss, zu einem anderen Wald. Und das ist natürlich sehr praktisch. Ne? Wir haben auch meistens hoffentlich auch in den Gärten und Wäldern Bäume und Pflanzen zu stehen, die es im Mittelalter auch hier einfach gab und die man auch für Häuserbau und einfach benutzen kann. Du kommst halt hier hin und das Schnellste, was du bauen kannst, ist eigentlich ein Blockhaus. Du fällst hier erstmal alle Bäume und zimmerst hier erstmal ein Haus aus einem, also ein neues Holzstamm zusammen, bevor du erstmal Lehm suchen gehst und ne, dann dir dann eine Probe machst und erstmal, ne? Deshalb wird es bei uns, mit kann man ja darüber diskutieren, ist ja kein Problem, immer als Pionierhäuser angesehen. Wir haben auch nicht so viele von den Blockhäusern hier, also die zwei. Ich glaube, der Rest ist alles typische Lehm. Ja. Immer so aufgeteilt in so eine Arbeitsgruppe. So haben wir das gemacht. Ne? Wir haben die Arbeitsgruppe zum Beispiel Schmieden, dann die Arbeitsgruppe Imker, wir haben die Arbeitsgruppe, weiß nicht, Töpfer. Ne? Also alles, was wir so an Handwerk auch so aus dem Mittelalter haben, ist immer so in Arbeitsgruppen aufgeteilt. Wolle hast du nicht gesehen. Und da kann sich jeder, der quasi hier mitmacht, sich dafür entscheiden, okay, die Arbeitsgruppe gefällt mir jetzt total gut und dann macht man halt zusammen in der Gruppe meistens die Arbeiten, die auch anfallen. Ne? Also natürlich für uns immer auch so ein bisschen schwierig. Ich glaube, das geht vielen anderen Open-Air-Museen auch so ein bisschen Nachwuchs noch zu generieren, die auch natürlich dann am Wochenende hier auch gerne mal ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Ne? Weil es reicht halt meistens nicht irgendwie einmal im Sommer herzukommen und das war's dann. Also ich bin schon fast immer jedes Wochenende hier, mache ab und zu mal ein bisschen Pause zwischendurch. Aber ich mache es ja auch gerne. Ne? Also das muss man auch einfach sagen, wenn man auch aus dem Green Egmont oder Living History kommt. Ich mache das jetzt auch schon seit 12 Jahren. Ach krass, ne? Deshalb ist es für mich ist es ja Hobby und Leidenschaft und arbeite ich auch zugleich. Ja. Ne? Deshalb bin ich das ganz gut damit und möchte einfach, dass den Leuten hier ein bisschen schmackhaft machen. Also wenn in Berlin-Brandenburg irgendein Reenactor oder Living History-Mensch sitzt, kommt gerne zu uns. Wir haben super viel zu bieten. Keine Ausreden. Ne, genau. Und unser Jahresbeitrag ist auch nur 30 Euro. Ja. Das ist ja auch nichts. Also das ist so... Ja, das ist echt voll entspannt und dadurch hast du halt hier den Austausch. Du hast natürlich auch ältere Mitglieder, die schon
seit 1975 mit dabei sind, was natürlich cool ist, weil sie erzählen können, wie haben wir angefangen, was, ne, also mit was für Schwierigkeiten hat man auch gekämpft, wie hat sich auch die Forschung verändert. Ne? Also muss einfach mal sagen, selbst in den letzten 10 Jahren hat sich ja teilweise super viel getan und du musst immer auch versuchen, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ja. Dafür sind halt quasi die Archäologen und Archäologinnen hier im Verein auch einfach zuständig. Ich bin ja nicht die Einzige, zum Glück. Ne, hier in Düppel haben wir Imker, wir haben Bienen, wir haben auch Honig, den wir ab und zu dann mal verkaufen. Jetzt nicht in unfassbaren Mengen, aber natürlich gehört zur Vermittlungsarbeit natürlich auch, was hat man im Mittelalter mit Bienen gemacht, was macht man heute mit Bienen, was ist die Nachhaltigkeit dahinter und was produzieren die überhaupt auch für das Mittelalter, was man da benutzen kann. Nicht nur Honig, sondern auch den Wachs natürlich. Und aber auch das Bestäuben aller Pflanzen, Bäume und so weiter hier. Ja. Mehl haben wir noch nicht. Wir haben eine Arbeitsgruppe Genussmittel tatsächlich hier in Düppel. Die produzieren aber Bier. Also wir haben auch Düppelbier. Nicht immer, aber ab und zu, wenn sie Bock haben und das Bier alle, dann brauchen sie nochmal eine Runde neues Bier. Aber vielleicht machen sie auch irgendwann mal Met. Ich weiß es nicht. Sehr cool. Können wir mal probieren. Aber so, ja, vor allem auch so mit den Bienen ist ja auch sehr alt. Ne? Es gibt ja schon so Felszeichnungen. Genau. Und ja, war wahrscheinlich auch extrem wichtig, einfach so. Absolut. Ne? Also, so dass das Bienenwachs jetzt hier in so einem Dorf wie Düppel benutzt worden ist, ja wahrscheinlich eher nicht. Also, für die Lampenherstellung haben wir hier hauptsächlich Talg, ne? Also Rinderteig, meistens Abfallprodukte. Aber es ist natürlich immer praktisch, wenn man auch Dinge noch verhandeln kann. Ne? Und das Wachs wird halt für andere Sachen wesentlich besser benutzt, als hier mal für eine Kerze. Ja. Natürlich dann durch unsere Bienen und durch die Tiere und durch die Art, wie wir auch mittelalterliches Leben vermitteln, natürlich ja immer auch den Vergleich zu heute. Und das sind natürlich viele Themen, die ein bisschen auch um Nachhaltigkeit drehen, um da so ein bisschen drauf zu zeigen. Deshalb haben wir auch immer unsere kleine Biodiversität, Nachhaltigkeits-, Insekten- und Naturschutzecke, die für so eine Stadt wie Berlin auch meistens sehr wichtig ist natürlich. Ne? Ja. Also es ist ja auch eine recht ursprüngliche Rasse und von denen gewinnen wir auch die Wolle. Mhm. Also wir verarbeiten die Wolle auch meistens immer weiter. Die Wollgruppe schert die dann im Frühjahr und trocknet die dann hier, lagert die erstmal ein und verspinnt und verwebt sie dann weiter. Wir haben noch dann zwei Ochsen hier, Max und Moritz. Die haben jetzt keine großartige Funktion erstmal, die chillen hier nur und freuen sich ihres Lebens. Und wir haben auch eigentlich noch Schweine hier, das Düppler Weideschwein, das ist aber gerade in Lausheim, da warst du auch vor kurzem, oder? In Lorsch, da sind die gerade in Quarantäne, weil hier unser Stall für die Schweine ist nicht schweinepestsicher. Also wir haben hier so eine typische mittelalterliche Dreifelderwirtschaft einfach, ne? Also das ist ja wie überall einfach auch. Das, was jetzt hier brach liegt, das wird jetzt im nächsten Jahr quasi wieder umgepflügt. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber auf der Wiese liegen hier so ganz viele dünne Stöckerchen rum. Mhm. Das ist unser Hanf. Da habe ich schon gesagt, hier wird er angebaut. Wir haben Hanf angebaut, genau. Das war auf dem Feld da drüben, wo es jetzt gerade umgepflügt ist. Die letzte Ernte hatten wir jetzt vor ein paar Wochen gemacht und jetzt liegen zur Tauröste, ist auch heute gerade sehr tauig auf der Wiese, passt ganz gut. Zur Tauröste liegen hier schon einige Stängel und verrotten kontrolliert, dass wir dann die Faser daraus gewinnen können. Wir sind ja auch alles Anfänger im Moment. Wir machen das jetzt gerade zum ersten Mal. Die nächsten 3 Jahre dürfen wir das immer mal wieder probieren. Dann das Projekt ist für 3 Jahre. Ja. Und sind am Ende hoffentlich richtige Profis und können dann auch Hanf auch spinnen und zu Textil verarbeiten. Sehr cool. Das ist der Hintergrund ist deshalb, wir haben hier im Umkreis Erdproben genommen, Bohrungen, eben aus den Schichten vom 12. und 13. Jahrhundert. Es ist ziemlich moorig hier außenrum, ne? Dann ist so ein kleines Gewässer, der Krumme Fenn und so, ist so ein bisschen matschig alles und war für die Pollen eine ganz gute Umgebung und wir haben eine wirklich hohe Anzahl an Hanfpollen, von denen man nicht sagen kann, die sind halt natürlich hier gelandet. Ja. Ne? Also es muss schon hier, irgendwo muss es ein Hanffeld gegeben haben in der Zeit. Ach cool. Und deshalb machen wir das, um es auszuprobieren.
Leinen haben wir schon immer so angebaut, ne? Aber es ist das erste Mal, dass wir das den Hanf wirklich kontrolliert sehr cool anbauen können, noch weiterverarbeiten. Ja, und dann hoffentlich mehr als 3 Jahre. Dann ja, also das Prozedere, das überhaupt anbauen zu dürfen, ist schon glaube ich aufwendig, weil wir ja keine Landwirtschaft sind. Ne? Also ja, du musst es ja immer dann kategorisieren, warum baust du es an, aus welchem Grund, was machst du am Ende damit und wenn es halt einen wissenschaftlichen Zweck hat. Also wenn wir landwirtschaftlich anbauen würden, wäre es eigentlich gar kein Problem. Also auch noch. Okay. Aber mit so einem Hintergrund natürlich ja, ist es schon ein bisschen aufwendig. Ja, ja. Aber wir haben das, glaube ich, ganz gut gemacht, jetzt den Start. Ja, vor allem so als Textilarchäologin ist ja das dann. Ja, das ist super interessant, weil natürlich, wenn du die Textilfunde aus der Zeit auch anschaust, und hier in Düppel haben wir jetzt keine, weil die Bodenverhältnisse nicht so gut sind, aber es gibt andere Siedlungen in Brandenburg, die ganz ähnlich wie Düppel sind, und da hat man ab und zu mal Glück, dass es so ein bisschen Feuchtboden hat, ne? Dass wir dann ein paar Fetzen an Textilien finden. Und das Ding ist in der Forschung, Textilarchäologie ist ja, steckt noch so ab und zu in den Kinderschuhen, ist also nicht allzu weit verbreitet. Ich bin noch hier, weiß ich nicht, in Nordostdeutschland die Einzige, die das, glaube ich, macht. Die ganzen Kolleginnen sitzen halt woanders. Und wenn du ein Textil mal hast und okay, es ist eine pflanzliche Faser, das ist ziemlich offensichtlich, und du schaust es unter dem Mikroskop an, du kannst es teilweise nicht unterscheiden, ist es jetzt Lein oder Hanf, weil die Faser an sich, so, die sehen sich so super ähnlich. Ach krass, okay. Ja. Und deshalb wird immer gesagt, Leinen / Hanf / Nessel / irgendwas. Ah, oder einfach nur eine pflanzliche Faser. Ja. Und es ist recht selten, also es wird jetzt besser, ne, auf jeden Fall. Ja. Das Bewusstsein ist jetzt ein bisschen aufgekeimt, dass man wirklich versucht zu unterscheiden, was haben wir jetzt wirklich hier, ist es jetzt wirklich Hanf oder ist es jetzt Lein, weil es schon auch einfach eine Aussagekraft darüber hat, ne? Weil der Ertrag ist unterschiedlich, ne? Die lassen sich unterschiedlich händeln auch so ein bisschen, und was haben wir hier jetzt gerade für Düppel im Mittelalter auch wirklich. Ja. Ja. Und ja, das ist sehr spannend, das herauszufinden. Ja. Ich freue mich da auf die nächsten Jahre. Dann haben wir auch eine AG Garten, eine Arbeitsgruppe, die sich um den Garten kümmert. Und natürlich verkaufen auch immer Tee. Wir haben ja auch so einen kleinen Weihnachtsmarkt, meistens so um Nikolaus rum, und dann kann man auch ein paar Erzeugnisse hier aus Düppel dann kaufen. Wie halt cool. Das Obst und Tee, getrocknete Kräuter und so. Und weil wir viele coole Sachen, von denen ich auch noch nicht wusste, dass sie authentisch für das Mittelalter sind. Ja, das ist auch so. Zum Beispiel Artischocken habe ich gelernt. Artischocken sind authentisch. Ja. So. Natürlich ist immer die Frage, bei allen Museumsdörfern, wie rekonstruiert man Dächer? So, große Frage. Wir haben einen Großteil hier einfach mit Reet gedeckt, mit Reet oder Stroh. Das probieren wir auch gerade aus, was hier für die Region auch gut funktioniert. Ne? Ob wir jetzt auch Stroh nehmen wirklich oder Reet, ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und hier für dieses kleine Gartenhaus, das ist quasi unsere kleine Werkzeugaufbewahrungsstelle. Wir haben ein paar authentische Werkzeuge drin. Wird auch unser Obst gesammelt hier von den ganzen Obstbäumen. Und stimmt, haben ausprobiert, wie das einfach ist mit so einem Holzschindeldach. Ne? Wie lässt sich das verarbeiten? Also auch alles mit mittelalterlichen Werkzeugen hergestellt. Eichennägel geschlagen. Und genau, dann haben wir einen ganz tollen Archäotechniker hier in Düppel, der Herr Ludwig Steiger. Und der befasst sich halt total toll, immer gerade mit diesen ganzen Holzarbeiten. Und wurde auch gerade neu mit Lehm verputzt. Da arbeiten wir immer ganz gerne mit der Jugendbauhütte zusammen. Die haben hier in Berlin einfach so viel mit Lehm zu tun. Die machen auch mal unsere Lehmböden. Alles, was wir selber halt auch nicht schaffen, ne? Als ehrenamtliche Mitglieder, da lassen wir uns auch einfach mal helfen. Das ist natürlich klar. Ja. Und dann sieht es aber ganz toll aus. Wir sind auch sehr froh darüber. Und das andere, was wir auch jetzt gerade neu haben, ist unser zweiter neuer Heuschober. Da lagern wir jetzt gerade den Roggen drin und den Hanf. Also diese ganz langen Stängel hier außen. Und da innen, das ist unsere Hanfernte, die gerade noch trocknet, zusammen mit dem Roggen. Die Brandenburg gehabt, in Brandenburg, also die Askanier unterwegs, und du hast halt Berlin gehabt, und dann bildet sich gerade Berlin-Köln, das war dann diese Anfangszeit, und wir sind halt genau dazwischen. So, da war halt nicht so viel, die Slawen, gut, die haben das hier so ein bisschen bewirtschaftet, aber auch nicht so in einem großen Stil, ne? Also gerade dieses komplette Bewirtschaften dieser Ländereien, das haben dann halt die Deutschen, sag ich mal, immer mitgebracht. Ja.
Also da weiß man relativ wenig drüber. Mhm. Wir können anhand der Keramik hier schon ganz gut fassen, in was für einem Zeitraum wir uns befinden. Also Pi mal Daumen 1270 maximal und angefangen so vielleicht bei 1150, 60 so okay. Im Dreh, ne? Also wirklich ziemlich kurze Besiedlungszeit. Ja. Weil dann ab und zu die Keramik, die dann danach auskommt, die haben wir hier dann gar nicht. Da. Wir können den auch reingehen, der hat auch so ein bisschen leichte Verzierungen. Ich finde es auch immer ganz hübsch. Irgendwie, dass nicht alles immer nur so glatt behauen ist. Und kann man hier immer ganz gut noch aufmachen, ist hier so ein kleiner Knebel drin. Das war auch das, was ich gestern im Humboldt-Forum gesagt habe, bei diesen ganzen Schnitzereien aus Afrika, ja. Dass es bestimmt hier auch ein immenses Schnitzhandwerk gab, ja. Was du halt einfach. Hast. Nee, so, vor allem das machst du ja in deiner Arbeit, du behaust es dann mit Äxten und ich meine, du setzt dich jetzt nicht mit einem Schnitzmesser hin, du machst es ja auch mit der Axt Schnitze rein. Ne? Das ja. sind ja meistens relativ ne, simple ja. Sachen und von daher ja. haben wir es ab und zu bei ein paar Zäunen, das habe ich auch wieder mal einen Zaun, haben wir es auch gemacht, wo wir so ein bisschen versucht haben, ein paar schmückende Elemente einzubringen. Hier großflächig ausgraben. Ja. War einfach so eine brache Wiese, was so, war ja kurz vor der Grenze auch, ne? Also Brandenburg ja. ist nicht weit entfernt, in Westberliner Zeiten. Hier war halt dann nix. Also nix. Ja. Deshalb nicht großartig geflügt, ungeflügt. Ja, das ist schon ganz gut. Und jetzt aktuell bauen wir einen neuen Wassergraben da hinten, also Rohrleitung. Und muss auch archäologisch noch begleitet werden, ne? Weil so bei manchen Teilen wissen wir noch nicht, da gab es keine Ausgrabungen. Und wenn es so am Rand der Siedlung ist, manchmal kommt ja auch immer noch was dabei raus. Dann ja. kommen wir nochmal in die ja. Baugrube mit ich rein. Drücke die Daumen. Aber das ist eben halt so ganz wichtig, dass es so einseitig ist und nicht so zweiseitig wie moderner ja. Flug. Und genau. Das hatte ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass man ja eigentlich mittlerweile die Erkenntnis hat, dass für den Boden und damit auch für den Anbau die mittelalterliche Version besser war als dieser doppelte. Weil irgendwie das besser durchgemischt wird. Okay. Ach ja. Und es gehen jetzt schon so ein paar Biobauern wohl zurück auf Einseite. Echt? Nicht schlecht. Aber da bin ja. ich jetzt auch nicht das super ist, drin in dem ist Thema. Ist für die Kinder, dass die mal einen Flug ziehen können. Ne? Kinderarbeit. Das ist ja richtige Kinderarbeit. Da verbrennen wir unsere Hexe, oder? Nee, genau. Wir haben nicht so viele Ofenbefunde hier in Düppel oder das, was wir als Ofen identifizieren können. Bei dem Haus gibt es einen kleinen Ofen mit dazu. Aber ansonsten haben wir hier einen großen Ofen, wo man hoffentlich viel schöne Brote drin backen kann.
Der soll auch bald mal wieder hoffentlich reaktiviert werden, aber der Nachteil an so einem großen Ofen ist, der braucht halt nochmal mehr Zeit als so ein kleiner Ofen einfach, ne, aus Lehm gebaut. Und da schauen wir mal, was wir alles noch so Schönes drin backen können. Dass die Palisade nicht komplett um das Dorf einmal rumgeht, sondern die ist wirklich nur am Anfang so, so leicht gebogen mit dem Tor. Ja. Und die geht gar nicht drum herum. Und dann fragen Leute natürlich immer so, hey, ja, wenn man jetzt hier rein möchte, geht man einfach außen rum von hinten rein. Es wird wahrscheinlich irgendwie noch so Strauchwerk gegeben haben, ne, als natürlichen Schutz noch von hinten. Und weil das hat man ja wirklich oft. Also ich kenne so viele, auch bei uns so in Bayern, so viele frühmittelalterliche Siedlungen, die halt dann auf einer Seite irgendwie zwei so Palisaden rein haben, vielleicht noch einen Graben oder auch nur Gräben und die andere Seite ist komplett offen. Ja. Und das macht ja auch nicht so ganz so Sinn. Nee, deshalb. Ne? Aber war ja schon gesagt, waren hier keine dollen kriegerischen Auseinandersetzungen, deshalb war der Schutz hier wirklich einfach nur vor Bär, Wildschwein und Co. Ja. Nach dem Motto. Weil wir auch bei den Häusern haben wir keine Stallungen. Ne? Also die Menschen, die Familien, zeige ich euch gleich nochmal, die haben einfach nur in den Häusern gewohnt und die Tiere, die sie hier mit dabei haben, waren alles Weidetiere. Die haben immer draußen oder halt innerhalb des Dorfes so generell halt sich aufgehalten. Deshalb war wahrscheinlich der Schutz der Tiere so überhaupt im Dorf erstmal wichtiger. Ja, wahrscheinlich. Aber, genau, ja. So sieht's aus. Deshalb die Palisade. Mit dem Tor haben wir dann eben rekonstruiert. Das ist immer ganz nett, da kommt man da so schön rein. Wir haben einen Rundwebstuhl, den können wir aber in Düpple auch nicht nachweisen. Wir haben meistens Gewichtswebstühle hier und wir haben noch einen neuzeitlichen Webstuhl, der hier auch noch so mit rumsteht. Genau. Und so ein bisschen ein paar Tafeln erklärt, auch hinter dir mit zum Färben und so. Aber das würde auch gerne noch ein bisschen modernisiert werden. Mhm.